Ich stelle mir ganz klar inzwischen die Frage, für wie bescheuert, und das muss ich ganz klar so sagen, für wie bescheuert man uns ja eigentlich in diesem Land noch hält. Jetzt gibt es auf einmal neue Erkenntnisse zur Nord Stream 2-Sprengung. Vor einigen Monaten der Anschlag auf unsere Infrastruktur, auf unsere Energieversorgung, ein Anschlag auf die deutsche Grundinfrastruktur, das muss man sich mal vorstellen, bis heute nicht aufgeklärt, bis heute nicht öffentlich aufgearbeitet. Und jetzt gibt es Erkenntnisse, die wo herrühren? Von Medienrecherchen? Da frage ich mich doch erstmal ganz klar, was macht hier unsere Bundesregierung? Schläft unsere Bundesregierung? Will die das gar nicht wissen? Oder aber weiß sie viel mehr, als sie uns sagen möchte und möchte es uns ganz bewusst nicht sagen? Das sind doch Fragestellungen, die sich hier ganz klar daraus ergeben, wenn hier nach vielen, vielen Monaten jetzt erste Vermutungen auf dem Tisch liegen. Und jetzt kommt die nächste Fragestellung. Diese Vermutungen führen wohin? Zu einer pro-ukrainischen Gruppierung. Das heißt, sie führen als Vermutung in die Ukraine. Und alle, die hier mal laut Russland gerufen haben, die hätten einfach den Hahn abdrehen müssen. Das wäre genau das gleiche Ergebnis gewesen. Und deswegen muss man sich doch mal ganz klar fragen und auch mal wieder seinen Kopf anschalten. Wer denn bei so einem Anschlag in dieser Größenordnung welches Interesse auch dahinter haben könnte? Und das lässt eigentlich die ein oder andere Frage schon wieder dann doch beantwortet sein. Dann eine zweite Frage. Ein Anschlag in einer Meerestiefe zwischen 70 und 80 Metern. Die erzählen uns jetzt hier irgendwas von ukrainischen Privatpersonen, ganz ehrlich. Ich muss da wiederholen, für wie blöd hält man uns? Für so eine Operation ist militärisches Know-how notwendig, ist Geschick notwendig, ist lange Vorbereitung notwendig und es ist eine gewisse Professionalisierung und auch eine finanzielle Ausstattung erforderlich. Wer macht sowas? Wer steht dahinter und warum wird das nicht öffentlich aufgearbeitet? Also so viele verrückte Fragestellungen, die sich eigentlich damit ergeben, dass es eigentlich nur eins zeigt, man möchte hier in diesem Land schauen, wie weit man mit uns gehen kann, was wir alles mitspielen. Und wie weit die Menschen in diesem Land eigentlich immer noch das glauben, was ihnen jeden Tag der Fernseher, was ihnen jeden Tag die Zeitung, was ihnen jeden Tag das Radio erzählt. Aber diesen Weg dürfen wir nicht mitgehen. Dieser Weg hat uns dahin gebracht, wo wir sind, weil viel zu viele das hier alles mitspielen, viel zu viele alles das glauben, was man ihnen eins zu eins auf dem Tablett jeden Tag im Fernseher serviert. Kopf anschalten, eine eigene Meinung bilden und demokratisch und friedlich dagegen vorgehen. Das ist das, was wir jetzt in diesem Land hier brauchen, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte mich hier nicht länger veräppeln lassen in diesem Land.